Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Assassin's Creed Liberation. Und die Kutschfahrt war schon ein bisschen merkwürdig, aber wir haben es geschafft. Wir haben zwar das Lagerhaus in die Luft gesprengt und jetzt schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Habt ihr Gerard gesehen? Zufällig. Der ist ja ein bisschen härter von der Kutsche runtergefallen, weil sie ein bisschen wehgetan haben. Wer wollte es ja so? Ah, Aveline. Um Ulloa rauszulocken, treffen wir die Spanier doch da, wo es weh tut. In der Flottille. Oh, shit. Zwei Kriegsschiffe liegen im Hafen vor Anker. Wenn denen irgendwas zustoßen würde, Ulloa könnte es nicht ignorieren. Ich sehe mal, was ich machen kann. Zustoßen? Du meinst, ich soll die ein bisschen so unauffällig peng peng, busch, krach, bumm machen? Ich glaube, das kriege ich hin. Kriegsschiffsuch. Klappe, Pervi. Stöhnen. Ich schubst den Angler. Bing! Ach Mann, du bist nicht ins Wasser gefallen, du blöder Affe. So gemein. Ich meine natürlich, ich bin glücklich, dass er nicht ins Wasser gefallen ist. Das wäre ja äußerst gemein gewesen. Von daher, wo denn ich denn eigentlich lang? Wo ist das dumme Schiff? Marv. Merde. Hi! Hässlicher Typ. Zu den Docks gehen. Le Möb. Wo, was, wo? Oh Gott, da hinten. Oh, eine Truhe. Boing. Meine. Wieso stöhnen die alle? Die Dinge nervt mich. Die ganze... Hi, Perversis. I have to go to the docks because I have to sabotage your ship. And then... Oh, Schubito. Ich schätze mal, dass wenn die da stehen, die das nicht toll finden. Ich hätte auch als Lady zu den Docks gehen können und so tun, als wenn ich einfach nur... Hi! Da hinten ist das Schiff. Wenn ich jetzt einfach mit dem Kanu da lang fahre, bemerken mich die Typen. Ich könnte aber auch unauffällig schwimmen. Ah, in dem Dreckswasser. Ich meine, das ist auch ein Meer, aber das riecht eklig. Hi, ihr seid echt dumm. Oh, da sind noch ein paar Dumme. Muss aufpassen, dass die Dummen mich nicht sehen. Mach mal mein taktisch. Ich steck hier fest. Eintauchen. Ich kann nicht. Also, dass ich in der Drecksbrühe jetzt getaucht habe. Kannst du mal wieder rauskommen, Evelyn? Ich bin unauffällig. Wo weiß ich denn, wo nicht Luft war? Sauf ich jetzt? Trinken die sie mit dem Kontrabass, standen am Hafen und erzählten sich was. Da kam die Evelyn. Na, was ist denn das? Wo muss ich überhaupt hin? Du da hingehen. Danke. Was ist denn das für ein hässliches Schiff? Ich hätte in Spanien schon ein bisschen mehr Geschmack zugetraut, ehrlich gesagt. Le Pepe Schiffe. Oh, super. Die Wachen heimlich und unbemerkt ausschalten. Ja, nun, heimlich und unbemerkt ausschalten ist ein bisschen schwierig, weil ich nämlich nur noch 3 Berserkerpfeile habe. Was für ein Arsch ist. Ich hätte einkaufen sollen. Wenn ich das unauffällig rüberschwimme. Boing. Warte ich schon wieder.
Lal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 
Hier ist niemand. Das ist vielleicht ein lästiger Arsch. Der Typ nervt mich. So. Hätte man das jetzt geklärt, dass du nervst, ja? Aschgesicht. Oh, oh, da ist Schießpulver. La 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 la. Hui, Party. Ein bisschen Zündschnur. Oh, oh. Erkennt ihr mich jetzt, Kapitän? Nein. Oh, der Suffkopf schon wieder. Habier, Medusa. Ach, du bist der Perverse, der Besoffene. Überwältigt sie sofort. Ehrlich? Unhöflich. Nope, 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 nope. Hey, du Sack. What the? Leute, das ist nicht witzig. Mich zu blocken. Autsch! Das hat sicher wehgetan. Lord. Schinkentod. Bitte, bitte, zeig mal. Ich schmeiß dich nur vom Schiff, ich kein Thema. Ich mache keinen Ärger mehr. Ich höre auch auf zu trinken. Ich werde der Fleischeslust entsagen. Ich gehe ins Kloster. Bitte überlasst mich nun meinem freudlosen Mönchsleben. Ihr scheint mich wohl für euren Richter und Henker zu halten, Bruder Dominguez. Rettet euch selbst, wenn ihr nicht zu betrunken seid. Los, geh schwimmen. Du stinkst eh wie ein Itis. Aus der Zone entkommen. Huh. Tschüssi! PS. Das Schiff fliegt in die Luft. Du solltest dich verpissen, Monsieur. Könnte unter Umständen böse enden für dich. Und? Puff? Oh. Interessanter. Das Schiff sieht noch ein bisschen zu hart aus für meinen Geschmack. Naja. Er will der Fleischeslust entsagen. Nett. Dieser Perverse. Was willst du denn von mir? Hier. Jetzt bin ich zurückgetreten. Jetzt bin ich auch zurückgetreten. Oh. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir echt leid. Oh. Upsi. Was bist du denn für ein Honk? Er regt sich nicht mal drüber auf, dass ich ihn geschubst habe. Zurück. Wer? Redet da mit mir. Was für ein Vollhonk. Könnt nicht mal. Was da rüber. Zurücktreten. Ach, der Depp da oben auf dem Dach. Der kann mich mal. Ich habe euer Schiff in die Luft gesprengt, ihr Volldepp. Nur für den Fall, dass ihr es nicht gemerkt habt, dass es bum 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 gemacht hat. Scheint ja wenig zu interessieren. Aber hey. Ich habe den Typen völlig umsonst geschubst. Sieht. Tschüss. Naja, Pech gehabt. Blup. Muss ich lang. Naja, lass mich ran. Ich muss wieder zurück ins Lagerhaus. Ne? Nicht? Wo muss ich hin? Wo ist mein... Hier. Erinnerungsbeginn. All right. In wie viel Meter? 220. Ja, oh, da kommt eine Frau. Entschuldigung, Typ. Ich
sie, bevor sie entkommt. Sie entkommt mir. Sie wird fliehen. Das ist nicht unbedingt der Hellste, kann das sein? Oh, das ist echt nicht der Hellste. Voll Depp. Oh, sie wird mir kommen. Und ich dreh die voll in den Arsch. Oh mein Gott, sind die dämlich. Schön. Richtig schön. Gut, manch einer wird jetzt wieder sagen, oh, das ist voll gemein von dir, Shira. Aber ganz ehrlich, der hat sich anders verdient. Was ist das für ein Depp? Oh, bla 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 bla, da ist ja jemand. Bla bla bla. Und dann, ui. Dann kriegt er ein paar in die Podix Revolution. Der hat's verdient. Oh, Schuppidu, ich muss in mein Haus. Ich wohne hier. Das ist ganz normal. Wir sind alle so. Ta-ta-ta-ta-ta. Ich bin wieder in deinem Schnösel-Outfit unterwegs. Kann ich da auch rein? Ach so. Aus Sklavin. Jetzt nicht als Sklavin. Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Oben drauf. Ist das nicht mein Haus? Nämlich verarschen. Ach so. Tauben. Evelyn, kannst du vielleicht mal da... Hui! Machen. Danke. Boing. Meine Schülerin. Du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Und dass die Taube auf meine Zettel geschießen haben. Wir müssen uns beeilen. Schlagplatz um Tabe. Neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof. Meinem letzten sicheren Versteck in ich der Stadt. Ich bin ein Leichenflatterer. Ja. P.S. Ah ja, mit Akate sprechen. Wenn ich aber nicht mit Akate sprechen will, weil Akate ein Typ ist, der maybe einen der Klatsche hat. So ein bisschen. Ja, nun, die Leiter klettert man so nicht hoch, Evelyn. Sollte man zufällig schon mal wissen. Ich kraxel mal über die Hausdächer rüber. Just so. Because, you know, because it's not... Autsch! Niemand hat mich gesehen. Ich bin unauffällig. Bis da wieder so ein depperter Wachmann kommt. Du bist kein Depper. Entschuldigung, Monsieur. Ich bin tatsächlich auf dem Friedhof. Oh, eine Tür. Wer hat denn hier Geld auf dem Friedhof versteckt? Hi. Ich, besuche immer so Friedhöfe. Das ist normal. Schnauz zu. Kann ich... Achso. Nein, wir wollen ihn nicht abstechen. Yes. Verzeihung, Sir. Ich wollte dich eigentlich nur boxen. Aveline. Man sieht dich immer seltener im Bayou. Ja, wenn du ein A-Loch bist. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest, durch das ganze Chaos und die Aufstände ist Ujoa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und Labalise zu verlassen. Das ist unsere Chance. Ja, siehst du mal, ich war effektiv und du dumm. Wenn der Führer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Boah, wenn ich im linken Moment zuschlag und töte ihn.
Jawohl. Le Poop. Der Typ ist doch auch immer ganz dicht. Ich bin der komische Agathe. Und dafür musste ich jetzt auf den Friedhof kommen, Agathe. Ist ja ein bisschen unauffällig, oder? Ich meine ja nur rein zufällig. Du hättest mich auch in meinem Haus treffen können. Als Sklave verkleidet, wenn du schon so ein Oberschlaubi bist. Oder als Putzfrau mit einem Kleid. Erzähl dir mich voll. Was erzählst du mir? Ich weiß es nicht. Ob Ode de Blau oder was auch immer du da gerade geblabbelt hast. Alles da für einen Hinterhalt. Ja, ich schubs das komische Wasser runter. Dann fällt hier der... Hey, Mr. Wache. Hey, du. Hey, Typ. Warte mal. Komm mal her, du Arsch. Oh, da sind noch ein paar Wachen. Pardon. Ich habe nicht so viel Pfeile. Wo ist denn jetzt der andere Depp hin? Schnauze. Du bist tot. Und so wie du da liegst, kannst du nicht mehr stöhnen. Ja, oh, der sieht gerade den Typen, der da umeinander liegt. That's not good. Schön. Nun muss ich Wachen eliminieren. Ich bin voll der Killer, Joe. Bippi Boing. Wo ist eine andere Depp jetzt hin? Ja, vielleicht. Das kann man nicht so genau sagen. Ist er tot? Du schon. Er vielleicht auch. So wie der da liegt, würde ich jetzt mal sagen, ja, und bei dir ist es... Ich fummel dem gerade da ein bisschen rum. Und bei dir ist es so ein bisschen eindeutig, dass er tot ist. So, schnell, bla, was? Habe ich jetzt wieder mein Gift bekommen? Den Platz blockieren. Ah, ich sehe. Wie wir das machen, sehen wir das im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.